Good morning, zumindest für mich hier. Ich habe hier einen neuen Proteinriegel in meinen Händen und zwar den Maxi Nutrition Proteinriegel Energy Riegel. Schoko-Erdnuss-Karamell-Geschmack, idealer Snack vor dem Workout. Ich mache kein Workout, ich bin gerade aufgestanden und werde heute auch nicht viel machen. Trotzdem, Riegeltests sind immer geil. Deswegen bleibt dabei, wir schauen uns dieses Teil jetzt an und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, ein Protein-Energieriegel gibt es bei mir nicht so oft, weil einfach auf dem Markt auch nicht mehr so viele Riegel gibt, wo Energie drin steckt. Denn Energie bedeutet hier vermutlich Zucker. Und das können wir auch sehen, wenn wir auf die Zutaten schauen. Bam, direkt Zucker drin. Ist halt, hallo, kann die Kamera mal wieder scharf stellen? Ist halt, Alter, was soll das denn? So vielleicht. Geht ein bisschen besser. Wir haben hier nämlich drin, zum Beispiel bei 100 Gramm, 17 Gramm Fett, oha, 417 Kilokalorien, jawohl, Kohlenhydrate 34 und 23 Gramm Zucker, Ballaststoff und 30 Gramm Eiweiß, Vitamin B6 ist auch drin und ja, okay, das kann man machen und ist auch wirklich nicht zu verurteilen, wenn auch mal Zucker drin ist. Zutaten können wir uns hier auch nochmal anschauen, 28% Vollmilchschokolade, das Ganze mit Vitamin B6, Schoko-Erdnuss-Karamellgeschmack, als Eiweißquelle haben wir Milchprotein und Sojaprotein, aber auch Kollagenpeptide, Feuchthaltemittel, Glycerin, Reissirup, Oligofructosesirup und 5,7% Erdnüsse und noch einiges mehr Vitamin B6. Maxi Nutrition für die Performance. Sieht soweit ganz gut aus. Gab es für ungefähr 1,50? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr genau. Für diesen 50-Gramm-Riegel, wenn einer den Preis weiß, möge er es doch in einen Kommentar schreiben. Oder auch, ob er andere Produkte von Maxi Nutrition kennt, gab es, glaube ich, beim Drogeriemarkt, Rewe. Rewe, sagt das oft. War beim Rewe. Ich glaube, ich habe es auch schon mal in irgendeinem Drogeriemarkt gesehen. Bin mir da aber nicht sicher. Und ich packe das Ding jetzt hier einfach mal aus. Wisst ihr, wie es dazu gekommen ist, dass ihr jetzt hier diese Review seht? Made in Germany. Es ist Samstagmorgens, ich habe Hunger und der Frühstückstisch ist noch nicht gedeckt. Und deswegen muss ich jetzt hier diesen Riegel essen. Nein, ich wollte jetzt einfach mal reinprobieren. Ich decke ja gleich den Frühstückstisch, aber ich bin noch nicht zugekommen, habe jetzt irgendwie Hunger. Also sieht eigentlich so schon mal ganz geil aus. Machen wir hier ein bisschen, dass wir irgendwie mehr ins Licht reinkommen. Hallöchen, sexy Lady. Sieht gut aus. Ja. Schön crunchy, glaube ich, außen. Wow. Sehr schokoladig. Sehr zäh. Wie so ein Lein. Erinnert mich massiv an eine Leinriegel. Diese außen schön schokoladig, richtig schön knusprig. Innen drin feste was zu beißen. Karamellgeschmack. Eher weniger. Ich finde eher Schokolade, aber Erdnuss schmeckt man gut. Ja. Gar nicht so schlecht. Eindeutig ein Genussriegel. Weniger halt Fitnessriegel. Das sieht man halt auch an den Nährwerten. Zucker, wie gesagt, ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Dass es ein Energielieferant ist, steht außer Frage. Und, ja, kann man machen. Ich würde sagen, für den Energieriegel wirklich lecker. Und allgemein, ich sag mal, ich würde es vielleicht lieber auch eher als eine Süßigkeit mit einem zusätzlichen Protein bezeichnen. Maxi Nutrition Protein Energy Riegel kann man machen, ist aber eher eine Süßigkeit. Mit gewissen Extras. 30% Protein. Ja, ich glaube, das war's schon. Ich habe jetzt Hunger und mach Frühstück. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis demnächst und ciao.